Thunberg gegen Trump, 2020. Gestern einen Kommentar abgegeben, einen startenden Jumbojet, der bereits mit 200 Knoten beschleunigt und dem ein Reifen platzt. Was macht man dann? Bremsen oder abheben? Die einen werden sagen, das stellt kein Problem dar, denn ein Klimaverfechter würde gar nicht ins Flugzeug steigen und würde die Hochbeschleunigung der Märkte ja klar mit einem Nein beantworten und zu einem anderen Ziel zu kommen, das heute mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit versehen wird. Und die anderen sagen mit wehenden Fahnen, Wirtschaft zuerst, Prosperität, Smith zuerst und erst nach dem Fressen kommt die Philosophie. Der Witz ist, dass die Paradoxien grundsätzlich in all diesen Dingen immer kontradiktorisch inhärent angelegt sind. Den einen, dem die Erleuchtung, das Fliegen versprochen wird, die Grenzüberschreitung, die sollen in der inhärenten autistischen Selbstnabelschau diese Schmetterlingspropeller erlangen und denen wird dann diese alienierende Veränderung und Grenzüberschreitungen des zerrissen geschlechteten Körpers. Witzigerweise ein Motto dieses WEF 2020 ist, in einer zerrissenen Welt wieder aufs Vereinigende gebracht werden. Also denen wird dann dieses, die eigentlichen Ekstasen, die eigentlichen Enthusiasmen, die durch Belohnung für die Membran zerrissenen Körper ausgeschüttet wird, verhohlen, nämlich als jener Spitzengipfelpunkt, an dem die Körper sich ersetzen lassen durch anderen Körpern und also dem Tod als der Hochzeit des Lebens begegnen. Die Todestätisten haben ihre Inhärenz, Hemmungslogik darin, den Immanenz-Augenblicklichkeitsaspekt nicht zu verstehen. Und die autonom-autistischen Immanenz-Augenblicklichen kapieren nicht, dass das Leben auf ein unweigerliches entropisches Ziel zuläuft. Und beide sind in ihren Vorstellungen herausgerückt aus dem Realen und produzieren eine Realität, die immer polar ist und die immer der anderen Seite entbehrt und nicht bemerkt, dass die Wahrheit in der Unwahrheit gegen die Unwahrheit in der Unwahrheit dividiert durch die jeweils Unwahrheit, sprich in einem System gelegen ist, das immer in jedem Argument sein eigenes Unmöglichkeitsgegenargument schon mit sich bringt.